zum Thema lineare Gleichungssysteme. Um ein lineares Gleichungssystem lösen zu können, gibt es mehrere Verfahren. Hier werden wir zwei davon sehen. Zuerst die matrizielle Auflösung. Um ein Gleichungssystem dieser Art zu lösen, genügt es, dieses System in Matrizenform umzuschreiben, also in dieser Form, Matrix A mal Matrix X gleich Matrix B. Und in diesem matriziellen Gleichungssystem einfach an beiden Seiten mit der Kehrmatrix A hoch minus 1 multiplizieren. Denn dann erhält man hier A hoch minus 1 mal A mal die Matrix der Unbekannten X. Und dieses Produkt ist ja die Einheitsmatrix. Das heißt, wir erhalten dann hier links die Einheitsmatrix mal x, das heißt die Matrix x. Und rechts haben wir a hoch minus 1 mal die Matrix b. Und so können wir also in einem Schlag die gesamte Matrix der Unbekannten herausfinden. Starten wir nochmal ganz am Anfang. Wir haben hier ein lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten x, y und z, alle drei im ersten Grad. Zuerst bilden wir diese Matrix A, die besteht aus erste Spalte, das sind die Vorzahlen der ersten Unbekannten x im Gleichungssystem, also diese Vorzahlen schreiben wir hier ab. Die zweite Spalte ist gebildet aus den Vorzahlen von y im Gleichungssystem. Deshalb nenne ich das auch ganz gerne die y-Spalte. Und die dritte Spalte ist gebildet von den Vorzahlen der dritten Unbekannten z im Gleichungssystem. Deshalb ist das hier also die z-Spalte. Die Unbekannten x, y und z schreiben wir senkrecht in solch einer Matrix 3, 1. Drei Zeilen, eine Spalte. Somit haben wir hier also das Produkt von zwei Matrizen. Das ist eine 3, 3, das ist eine 3, 1. Die Multiplikation ist somit möglich und das Ergebnis ergibt eine 3, 1. Solch eine. Wir haben hier die unabhängigen Termen. Das heißt, die Termen, die weder von x noch von y noch von z abhängen, rechts vom Ist-Zeichen gesetzt. Und diese drei unabhängigen Termen bilden diese Matrix 3, 1, die wir hier B nennen. Also so schreibt man solch ein lineares Gleichungssystem in matrizielle Form. Und das kann dann so gedeutet werden, Matrix A mal die Matrix der Unbekannten, das ist die Matrix B, Matrix der unabhängigen Termen. Diese matrizielle Gleichung hier wird jetzt noch an beiden Seiten mit a hoch minus 1 multipliziert. Das Produkt von a hoch minus 1 und a, das ergibt die Einheitsmatrix. Also finden wir hier Einheitsmatrix mal Matrix x, das heißt Matrix x. Und rechts haben wir noch dieses Produkt. Um also solch ein Gleichungssystem zu lösen, reicht es, zuerst mal die Systemmatrix hinzuschreiben, diese umzukehren und diese dann zu multiplizieren mit der Matrix der unabhängigen Termen B. So findet man in einem Schlag alle Unbekannten. Übrigens, die Kehrmatrix von A, die existiert nur dann, wenn die Determinante von A nicht 0 ist. Wenn die Determinante von A wohl 0 ist, dann ist das System entweder unmöglich oder unbestimmt. Man muss dann eben in jedem einzelnen Beispiel überprüfen, was von beiden. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Hier haben wir ein lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten. Zuerst bilden wir die Matrix A. Hier ist die x-Spalte, das heißt, das ist die Spalte der Vorzahlen von x aus dem Gleichungssystem. Die zweite Spalte, die y-Spalte, ist gebildet durch die Vorzahlen der zweiten Unbekannten y im Gleichungssystem,
also minus 3, minus 1, minus 2, steht da. Und die dritte Spalte, das ist die Z-Spalte. Sie wird gebildet durch die Vorzahlen der unbekannten Z im Gleichungssystem. Jetzt berechnen wir die Kehrmatrix von A. Aus dem vorigen Tutorial erinnern wir uns, wenn eine quadratische Matrix A angegeben wird und ihre Determinante nicht 0 ist, dann können wir die Kehrmatrix von A so bestimmen. Wenn die Determinante von A wohl 0 ist, dann ist das angegebene Gleichungssystem automatisch unmöglich oder unbestimmt. Man muss eben überprüfen, welcher Fall von den beiden eintritt. Wenn die Determinante von A aber nicht 0 ist, dann können wir die Kehrmatrix von A so bestimmen. Zuerst rechnet man den Kehrwert der Determinante von A, dann bildet man die Matrix der Minore aller Elemente dieser Matrix A und transponiert diese Matrix der Minore. So erhält man also die Kehrmatrix von A. Beginnen wir mit der Determinante von A, die ist gleich minus 5. Die ist nicht 0, also können wir A hoch minus 1 genau so bestimmen, wie da erklärt, und finden so sofort die Matrix aller Unbekannten in einem einzigen Schlag. Es ist die transponierte Matrix der einzelnen Minore dieser Matrix, multipliziert mit dem Kehrwert der Determinanten von A, so wie in dieser Formel hier geschildert. Diese Rechnung hier ist einfacher, wenn man zuerst die zwei Matrizen multipliziert und erst danach in dem Produkt jedes Element mit minus 1 Fünftel multipliziert. Auf jeden Fall finden wir hier als Antwort minus 6 Fünftel, minus 49 Fünftel und minus 4. Das sind also die drei Lösungen von diesem Gleichungssystem, die wir wie immer in die Lösungsmenge hineinschreiben. Übrigens, ein moderner Taschenrechner kann auch solche Gleichungssysteme lösen. Schauen wir zum Beispiel auf unserem Casio. Wie löst man solch ein Gleichungssystem? Man geht zuerst ins Menü, dann fährt man mit den Kursortasten bis zum Feld der Gleichungen, das ist hier das Feld A, also fahren wir bis zu diesem Feld und bestätigen diese Auswahl. Jetzt können wir noch unter zwei Kategorien wählen, entweder wir möchten ein Gleichungssystem lösen oder wir möchten eine Polynomgleichung lösen. Seltsamerweise kann dieser Taschenrechner nicht nur die Gleichung zweiten Grades lösen, sondern auch die dritten Grades und sogar die vierten Grades. Hier lösen wir aber ein Gleichungssystem, also wählen wir die 1. Ich tippe auf 1. Jetzt wird noch gefragt, Gleichungssystem mit wie viel Unbekannten? 2, 3 oder 4? Wir haben hier aber nur 3. Also geben wir 3 ein und sofort erscheint dann hier das Gleichungssystem mit geschweifter Klammer beschrieben. Wir brauchen jetzt nur die einzelnen Vorzahlen dieser Unbekannten einzugeben und jedes Mal mit Enter zu bestätigen. Also geben wir ein. Zuerst diese 2. 2, Enter. Die steht jetzt schon an ihrem Platz. Jetzt minus 3. Minus 3, Enter. Dann noch die 6, 6, Enter. Und wir sehen hier, dass der unabhängige Term rechts vom Ist-Zeichen steht. Darauf müssen wir achten. Die unabhängigen Termen müssen alle drei rechts vom Ist-Zeichen stehen, um diese Angaben in Casio einzugeben. Also hier geben wir diese Zahl 3 ein und bestätigen mit Enter. Casio springt jetzt zur zweiten Gleichung. Jetzt geben wir diese Zahlen ein. 4, Enter, minus 1, Enter, 1, Enter und dann nochmal diese 1 als unabhängiger Term, Enter. Jetzt sind wir bei der dritten Gleichung. Wir geben ein. 3, Enter, minus 2, Enter, 3, Enter und auch die letzte Angabe 4 muss durch Enter bestätigt werden.
Das Gleichungssystem ist eingegeben. Jetzt tippen wir nochmal auf Enter und haben so sofort die erste Lösung des Systems, x gleich minus 6 Fünftel. Das stimmt genau mit unserer matriziellen Auflösung überein. X ist minus 6 Fünftel. Jetzt nochmal Enter, Tipp. Y ist gleich zu minus 49 Fünftel, stimmt auch. Und ein drittes Mal Enter, Z ist gleich minus 4, stimmt auch. Ein weiteres Verfahren ist das sogenannte Cramer-Verfahren oder die Cramer-Methode. Das funktioniert wie folgt. Wir haben ein lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten x, y und z. Auch hier haben wir die unabhängigen Termen rechts vom Ist-Zeichen geschrieben. Zuerst bilden wir die Systemdeterminante. Die erste Spalte besteht aus den Vorzahlen von x aus dem System. Deshalb nennen wir die die x-Spalte. Die zweite Spalte, das ist die y-Spalte. Und die dritte Spalte, das ist die z-Spalte. Falls diese Systemdeterminante 0 ist, ist das System automatisch unmöglich oder unbestimmt. Man muss eben in jedem einzelnen Beispiel überprüfen, welcher dieser beiden Fälle auftritt. Wenn die Determinante von d nicht 0 ist, dann kann man wie folgt vorgehen. Für alle drei Unbekannten x, y und z schreiben wir die Determinante d geteilt durch diese Systemdeterminante d. Das machen wir auch bei y so. Wir schreiben die Determinante d aus und teilen sie durch sich selbst und bei z genauso. Um die Lösung für x zu finden, ersetzt man die x-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Terme. Nochmal, um die unbekannte x zu bestimmen, ersetzen wir die x-Spalte hier im Zähler durch die Spalte der unabhängigen Terme. Machen wir das? Ist gemacht. Wir rechnen dann einfach diesen Bruch aus und so finden wir die Antwort für x. Um y zu finden, ersetzen wir die y-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Terme. Das heißt, b1, b2, b3 wird ersetzt durch d1, d2, d3. Machen wir das? Ist gemacht. Und jetzt brauchen wir nur diese Determinante auszurechnen, die durch die Systemdeterminante d zu teilen und so finden wir den Wert für y. Genau dasselbe bei z. Wir suchen z, also ersetzen wir hier die z-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Termen, ist gemacht. Und jetzt brauchen wir das nur noch auszurechnen und somit haben wir auch die dritte Lösung gefunden. Dieses Verfahren nennt man die Cramer-Methode zu Ehren des Schweizer Mathematikers Gabriel Cramer. Wir werden diese Methode jetzt einsetzen, um dieses lineare Gleichungssystem, das parametrisch ist, zu diskutieren. Rechnen wir also hier zuerst die Determinante d vom System. Das heißt, wir bilden zuerst einmal diese Matrix A, die x-Spalte besteht aus den Vorzahlen von x im Gleichungssystem, also 1, m1. Die y-Spalte besteht aus den Vorzahlen von y im System, also m1, m, stimmt. Und die z-Spalte, die besteht aus den Vorzahlen von z in diesem Gleichungssystem, also 1, 1, m plus 1, stimmt auch. Wir achten auch hier darauf, dass die unabhängigen Terme, das heißt die Terme, die weder von x noch von y noch von z abhängen, alle drei rechts vom Ist-Zeichen stehen. Das ist hier schon gemacht. Von dieser Matrix rechnen wir jetzt die Determinante aus und faktorisieren sie so weit wie möglich. Übrigens, wer Eigenschaften der Determinanten anwendet, um Determinanten zu berechnen, der findet die Antwort eher in faktorisierter Form, als würde man es mit Sarrus oder gar mit der Definition mit den Minoren machen. Hier zum Beispiel fällt doch auf, dass die dritte Zeile fast dasselbe ist wie die erste Zeile.
Wenn wir also von der dritten Zeile in der Determinante die erste abziehen, dann haben wir hier 1 minus 1, das heißt 0, hier m minus m, das heißt noch eine 0, und hier hätten wir dann m plus 1 minus 1, das heißt m. Und dann könnte man die Determinante sehr schnell berechnen durch die Minore der dritten Zeile. Auf jeden Fall finden wir als Determinante diese da, und es gilt jetzt, diese Determinante zu diskutieren. Entweder sie ist 0 oder sie ist nicht 0. Schauen wir im ersten Fall. Diese Determinante von a ist 0, dann und genau dann, wenn dieses Produkt 0 ergibt. Deshalb ist es gut, eine Determinante zu faktorisieren. Da kann man sofort das Nullprodukt anwenden. Also entweder dieser Faktor ist 0, das heißt m ist 0, oder dieser Faktor ist 0, das heißt m ist plus oder minus 1. Wir haben hier also drei ganz besondere Fälle: m gleich 0, m gleich minus 1, m gleich 1. Bilden wir also diese drei Unterfälle. Im ersten Unterfall, wenn m 0 ist, schreiben wir dieses Gleichungssystem nochmal ab, indem wir überall m durch 0 ersetzen. Dann stoßen wir auf dieses System und stellen sofort fest, dass die dritte Gleichung genau dieselbe ist wie die erste. Also entfällt diese dritte Gleichung, dann bleiben also noch diese zwei Gleichungen. Die erste Gleichung ergibt, dass z dasselbe sein muss wie minus x. Und die zweite Gleichung ergibt, dass z auch dasselbe sein muss wie minus y. Wenn wir also x ersetzen durch einen Parameter lambda, dann muss y genau denselben Wert haben und z muss genau entgegengesetzt sein. Also besteht die Lösungsmenge aus solchen Zahlentrippel, lambda, lambda, minus lambda, wo lambda eine beliebige reelle Zahl ist. Man sagt hier, dieses Gleichungssystem sei einfach unbestimmt, unbestimmt, weil es ganz viele Lösungen gibt, und einfach unbestimmt, weil man die Lösungsmenge mit einem einzigen Parameter beschreiben kann. Schauen wir jetzt den zweiten Unterfall, wenn m minus 1 ist. Wir ersetzen im Anfangssystem m überall durch minus 1, dann führt das zu diesem Gleichungssystem hier. Wir werden jetzt Gleichung 1 und Gleichung 2 addieren. Warum machen wir das? Weil dann x sowie auch y verschwinden und dann sehen wir sofort, dass z minus 1 sein muss. Übrig bleibt dann noch diese Gleichung, x minus y muss auch minus 1 sein. Wir können die Lösungsmenge also so beschreiben, wir sagen, x hat irgendeinen beliebigen reellen Wert, nennen wir den mal lambda. Aus dieser Gleichung sehen wir dann sofort, dass y dasselbe sein muss wie lambda plus 1. Und wir wissen, dass z minus 1 sein muss. Also auch dieses Gleichungssystem ist einfach unbestimmt. Jetzt kommt der dritte Unterfall, wenn m 1 ist. Wir ersetzen dann im Anfangsgleichungssystem m überall durch 1 und finden somit dieses System. Dieses System ist unmöglich. Das sieht man sofort an den zwei ersten Gleichungen. Es ist nicht möglich, dass dieselbe Zahl x plus y plus z, die ja auch da steht, gleichzeitig gleich 2 und gleich 0 ist. Das ist nicht möglich. Also ist das System in diesem Unterfall unmöglich. Die Überlegungen vom ersten Fall, wenn die Determinante von a gleich 0 ist, sind somit abgeschlossen. Jetzt kommt der zweite Fall. Die Determinante von a ist nicht 0, dann und genau dann, wenn m nicht 0 ist und wenn m nicht minus 1 ist und wenn m nicht 1 ist. Diese drei Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein. Hier gehört also effektiv das Und-Zeichen, wogegen im ersten Fall, da steht ein Oder. Denn m kann nicht 0 sein und gleichzeitig minus 1 sein und gleichzeitig 1, sondern
entweder m ist 0 oder minus 1 oder 1. Also da gehört dieses Symbol für oder hin und hier gehört dieses Symbol für und hin. In dem Fall, wo die Determinante von a nicht 0 ist, dürfen wir das Cramer-Verfahren anwenden und das machen wir auch. Wir schreiben für x den Bruch, der Nenner ist die Systemdeterminante, steht da. Als Zähler schreiben wir auch die Systemdeterminante, aber da wir x suchen, ersetzen wir darin die x-Spalte durch diese Spalte, Spalte der unabhängigen Termen aus dem Gleichungssystem, die alle rechts vom Ist-Zeichen stehen. Also 2m, 0m steht da. Jetzt brauchen wir das alles nur noch auszurechnen und dann so weit wie möglich kürzen. Wir sind auch sicher, dass wir hier durch m kürzen dürfen, denn m ist ja nicht 0. Und hier, das kann noch faktorisiert werden in 1 minus m mal 1 plus m. Und dieses 1 plus m kann dann noch mit diesem Faktor gekürzt werden, denn m ist ja nicht minus 1. So bleibt also für x noch dieser Bruch übrig. Und wir sind auch hier sicher nicht durch 0 zu teilen, denn m ist ja nicht 1. Für y ähnlich. Wir schreiben wieder diesen Bruch. Der Nenner ist die Systemdeterminante. Im Zähler schreiben wir auch die Systemdeterminante, ersetzen aber darin die y-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Termen, was hier schon gemacht ist. Wir rechnen das Ganze aus, faktorisieren so weit wie möglich und kürzen dann eben das, was man kürzen kann. So finden wir 2m-1 auf m-1. Für z genauso. Jetzt rechnen wir das Ganze aus, kürzen so weit wie möglich und stellen hier fest, z hängt gar nicht mehr vom Parameter ab. Somit haben wir also als Lösungsmenge diese da gefunden. Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, wozu dient das Ganze? Wozu dient die Diskussion eines linearen Gleichungssystems? Sie dient ganz einfach dazu, ganz viele Gleichungssysteme derselben Art in einem Schlag zu lösen. Das heißt, wenn wir m durch irgendeine Zahl ersetzen, können wir hier jetzt sofort die Lösungsmenge ablesen. Zum Beispiel, wenn wir m durch 3 ersetzen, dieses System wird dann zu x plus 3y plus z gleich 6, 3x plus y plus z gleich 0 und x plus 3y plus 4z gleich 3. Wir brauchen überhaupt nichts mehr zu lösen. Wir schauen ganz einfach, wenn m 3 ist, dann sind wir im zweiten Fall, denn wenn m 3 ist, dann ist m nicht 0 und auch nicht minus 1 und auch nicht 1. Also können wir hier sofort die Endlösung ablesen, indem wir hier drin einfach m durch 3 ersetzen. X ist dann 1 geteilt durch 1 minus 3, also minus 1 halbes. Y, das wird dann 5 geteilt durch 2, also 5 halbe. Und z ist sowieso minus 1. Wenn m den Wert 2 hat, können wir ganz genau so vorgehen, denn wenn m 2 ist, sind wir wieder in diesem Falle und brauchen dann nur in der Lösungsmenge m überall durch 2 zu ersetzen. Wenn m den Wert 1 hat, Vorsicht, dann sind wir nicht in diesem Fall, denn dann ist m ja nicht verschieden von 1, dann sind wir im ersten Fall. Wenn m 1 ist, dann sind wir im ersten Fall und im dritten Unterfall, dann ist das System sofort unmöglich. Und wenn m 0 ist, dann sind wir da. Dann ist das System einfach unbestimmt. So sehen wir auch, wozu diese Arbeit eigentlich dient.